Binnen weniger Stunden hat sich alles geändert. Yharnam wurde gefangen genommen und rebellierte gegen seine Wache. Er begegnete Xeran, dem Heptarchen, und verlor seinen goldenen Arm. Unwiderruflich ist er damit als Schwertkämpfer verloren und Praios Ritter steht am Abgrund. Erneut muss er sich eine Aufgabe in der Welt suchen, doch sein Leben kann schneller beendet sein als gewollt. Lessan Khan will sich eventuell den Truppen der Piratenküste anschließen. Yharnam ist sein Preis. Dies würde das Kräfteverhältnis empfindlich stören. Derweil haben Isarun und ihre Gruppe den heiligen Krug der Lindegard gefunden und einem Dämon abgespottet. Boltaks Seele zerbrach bei dem Versuch, doch nun habt ihr mit Uktans Hilfe übergesetzt und steht vor dem Herrlager des Unersättlichen. Und so beginnen wir. Nun, Rafim, wie sieht's aus? Ja, also in das Herrlager kann ich nicht reinlaufen. Zumindest nicht ohne Aufmerksamkeit zu erregen. Ja, ein Flug des guten Aussehens, Sulamin, du kennst das bestimmt. Lieber. Ja. Ich befürchte, für mich gilt das Gleiche. Ja, Boltax, auch du bist gestraft mit gutem Aussehen. Danke. Lieber erst. Ja. Aber wir sollten da wirklich nicht reinlaufen. Vielleicht sollten wir uns lieber dem der anderen Flussseite widmen, Boltax. Also, ja, ja. Redet ihr mit dieser Scharlachkraut? Yharnam hatte das immer so als Plan B in der Hinterhand, aber ich bin nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Nein, nicht mit Scharlachkraut, mit Hafax. Was schwebt euch denn davor? Naja, also, wenn ihr keinen so guten Plan habt, gegen 50 von diesen der unbesiegbaren Legion zu kämpfen, hoffentlich kämpft er dagegen. Naja, kämpfen, das kann er. Das muss man ihm lassen. Und hier unser guter Boltax. Und der gute Abelmir, ich klopfe Abelmir mal auf die Schulter. Ihr habt euch ja schon so halb verpflichtet, dieser blutigen See ein Ende zu machen, richtig? Ja, das habe ich dem Grauenmann versprochen. Das ist richtig. Siehst du, das weiß er aber nicht. Aber ich erinnere mich noch. Der Paligan ist ihm auch ein Dorn im Auge. Also, wenn ich jetzt verspreche, dass wir uns darum kümmern, hoffe ich, seine Unterstützung zu kriegen. Wir versprechen eine ganze Menge tote Heptarchen in letzter Zeit, oder? Ja, zu lange bin ich für ja nicht, dass der Urlaub so schnell vorbei ist. Ihr habt recht. Seht ihr. Und ich kann's ja Abe mir nicht am alleine machen lassen. Der stirbt doch noch an irgendwas. Ja. Nun, bis jetzt habe ich überlebt. Ja, aber wie knapp war das? Aber mir, seien wir ehrlich, sehr knapp. Das Ergebnis zählt. Ja, da habt ihr recht. Hat irgendwer was dagegen, wenn ich das verspreche? Nein, oder eine sehr gute Idee. Aber wir müssen etwas dafür fordern. Alles hat seinen Preis, nicht wahr? Hm? Ja, ja, ich brauche seine Unterstützung gegen Xeran und seine Hunde. Und, was könnte man... Müssen wir auch noch etwas haben, von dem wir uns runterhandeln lassen, ne? Vielleicht sagen wir noch, dass das Goldene Haus in Mendena die Schätze, die er darin findet, die aus dem Mittelreich geplündert sind, an das Mittelreich zurückgegeben werden, ne? Davon können wir uns ja dann runterhandeln lassen. Ja, ich habe noch eine bessere Idee. Wieso sagst du nicht, dass alle zwergischen Schätze zurückgefordert werden müssen? Und dann kann ich dich davon noch abhalten. Ja, das ist gut, das ist gut. Boah, wir sind auch Verhandlungsgenies, Boltax, wir beide. Das kriegen wir hin. Den ziehen wir sauber über den Tisch, sag ich dir. Ulamin sieht nicht überzeugt aus. Ja, Raffi lächelt breit. Ein guter Plan. Ihr besorgt dann Yharnam wieder... Richtig. Wir tun unser Bestes. Ich denke auch, wir sollten vorsichtig vorgehen. Ach, Unkraut vergeht nicht. Es wäre interessant zu wissen, worauf Hafax wartet. Vielleicht verknüpft er damit seine Forderung. Vielleicht möchte er, dass wir irgendetwas tun.
Ja, wenn es so ein bisschen wen töten geht, hat doch niemand was gegen, oder? Solange es natürlich Bakterien sind. Ja. Warum habt ist ihr denn noch nicht übergesetzt? Habt ihr eine Möglichkeit, mit uns zu kommunizieren in irgendeiner Form? Also ich könnte sehr laut rufen. Nun, ich denke, das zählt nicht darunter. Außerdem würde das auffallen. Nun, falls ihr irgendetwas in Erfahrung bringt, dass wir uns austauschen. Kann den Gedankenbilder ganz, ganz, ganz am Rande. Das wird wohl nicht funktionieren. Rafim, wie sieht es aus? Beherrschst du diese Liturgie, die dich mit Sudamin kommunizieren lässt? Ich befürchte, unser Göttervater Chor setzt keine Prioritäten im Bereich der Kommunikation. Dafür kann ich mir ein schwarzes Fell wachsen lassen. Sehr schön. Ja, vielleicht solltet ihr noch einmal in die Lehre gehen. Eine Austauschliturgie, sozusagen. Ja, wer kann das denn? Sulamin, ja, das machen wir irgendwann später nochmal. Erinnere mich dran, ich vergesse das. Natürlich. Ja, soll ich Hafak sonst noch irgendwas ausrichten von euch? Gute Wünsche. Nun erst einmal herausfinden, warum er dort wartet. Das wäre nützlich. Ich denke, er hat einen Plan. Er hat immer einen Plan. Aber was sein Plan ist, auf was er genau wartet, vielleicht auf die geraubten aranischen Pferde? Ah, ich glaube nicht. Was sollen ihm Pferde hier nützen? Ja, vielleicht steht er schon in Verhandlungen mit den, wie heißen sie nochmal, mit den Amazonen. Ah, den Magdaleonatern. Ja, richtig, die da. Oh. Wer weiß das schon. Das erscheint plausibel, aber das wird gewiss auch Xeran bedacht haben. Naja, das Problem ist, ich glaube, der ist intelligenter als wir alle zusammen, also der hat vermutlich ganz viele Pläne. Davon ist leider auszugehen. Ich denke, wir können nicht verhindern, dass er sich Mendina nimmt, aber... Vielleicht können wir Ilsur bekommen? Ich weiß nicht, wofür oder wie er ihn, warum er sich darauf einlassen sollte, aber wenn möglich, wäre das eine gute Sache. Und mir fällt noch etwas ein. Ja. In Hafaks Begleitung wird sich ja ganz gewiss eine gewisse Isinde-Geweihte befinden. Na? Ja, genau, Yesina Melina. Ja. Naja, und... Ach, verdammt. Ihr kennt euch ja gar nicht, oder, Sulamin? Nein, leider. Ah, sonst hättet ihr euch mit der austauschen können. Ah, das ist aber ärgerlich. Wie meint ihr? Ich sollte doch helfen, Yalan zu befreien. Ja, ich meinte mit dieser Austauschliturgie, die ihr gerade von Rafim wollte. Naja, offensichtlich. Ah, naja. Wisst ihr, wie loyal sie zu Hafak steht? Und naja, Freunde, sprich. Kindertagen, meine ich, nicht wahr? Zumindest aus jungen Jahren, ja. Wer weiß, wie es ihr ergangen ist in den vergangenen zwei Götterläufen. Er hat uns versprochen, die nicht schlecht zu behandeln. Und ich glaube, auch wenn Hafax ist, er wird sie nicht schlecht behandeln. Ah. Nein, aber es wäre möglich, dass sie uns verrät. Naja, also ich gehe da jetzt rein. Ich glaube schon, dass er merkt, dass ich da bin. Nein, ich meine, dass sie uns an Hafax verrät über unsere weiteren Pläne. Ich würde dies gern vermeiden. Ja, was weiß sie denn über unsere weiteren Pläne? Nun, wenn ihr ihre Kommunikation auf diese Art zustande bringt, dann muss sie eine Botschaft überbringen. Und diese kann sie an Hafax weitersagen. Das ist klar, aber es geht doch mehr darum, wenn wir für Hafax etwas tun sollen. Auf der anderen Seite der Brücke. Dann könnten wir diese Botschaft über sie an euch weitergeben, wenn ihr euch überhaupt kennen würdet. Aber das... Moment, sie kennt Yalan. Vielleicht kann sie es an Yalan weitergeben. Ja, was auch immer. Vielleicht sollten wir auch einfach auf ganz altmodische Art und Weise einen Treffpunkt ausmachen. Morgengrauen? Nächster Tag? Das kann nicht schaden. Wieder hier? Warum nicht? Ach ja, und... falls etwas passieren sollte, weiß auch nicht. Wäre es mit alles so offensichtlich?
Ja, wir merken schon, wenn ihr nicht kommt, und ihr merkt schon, wenn wir nicht kommen. Ja, wenn ihr nicht wiederkommt, bringen wir die alle um. Ja, das wird schwierig mit der Legion und so, aber... Wir beide. Ja, wir lassen uns schon was einfallen, wollte ich gerade sagen. Wenn wir nicht auftauchen, geht vorsichtig vor. Es muss nicht das Schlimmste bedeuten. Findet erst heraus, was passiert ist. Und genauso werden wir es halten. Ja, ihr könnt mich ja mit eurer Liturgie dann Bescheid sagen, wenn ihr Probleme habt. Ich werde euch noch diese Kapuze mitgeben, die mit dem Ignoranz hier belegt ist, falls es zum Schlimmsten kommt und ihr euch irgendwie uns nähern müsst, ohne aufzufallen. Bedenkt allerdings, dass sie nur eine geringe Wirkungsdauer hat. Ja, die Kapuze sollte Raphim dann im besten Fall verwenden. Ich gehe immer noch irgendwie als Zwerg durch, aber Raphim wirklich sehr auffällig. Ja, das ist das gute Aussehen, wie gesagt. Wollen wir noch kurz besprechen, was wir denn vorhaben? Wir werden diese möglichen Verbündeten abklappern, nicht wahr? Ja, unsere Tarnung ist es ja, Lebensmittel an dieses Wirtshaus zu liefern. Damit können wir dann auch in Kontakt mit der Wirtin kommen, unsere Parole austauschen und in Erfahrung bringen, wo unser Gefährte gefangen gehalten wird. Ja, das wird das Beste sein. Und wenn wir eine Möglichkeit finden, ihn zu befreien, können wir natürlich den Karren auch verwenden, um ihn unter irgendwelchen, weiß nicht, Säcken oder Sachen zu transportieren. Ich bin gespannt zu erfahren, wieso Xeran ihn am Leben gelassen hat. Wie gesagt, es könnte eine Falle sein, die er uns stellt. Und wir tappen gerade mitten hinein. Wir sollten diese Möglichkeit nicht außer Acht lassen. Also, was genau werdet ihr tun? Nach jetzigem Stand das Gasthaus anlaufen. Aber was denkt ihr? Sind wir dafür unauffällig genug? Ist unsere Tarnung gut? Ja, Lebensmittelhändler, die zum Gasthaus gehen, um dort ihre Waren fallen zu bieten. Dass der Wirt die Offiziere und Soldaten weiter versorgen kann, das scheint mir schon eine legitime. Och, das ist legitim. Naja. Blamin später mal rüber. Kann man das Heerlager oder so schon erkennen oder sind wir dafür noch zu weit weg? Ja, doch, also aus der Entfernung kannst du schon die Zelte erkennen, du kannst den großen Turm erkennen, der dann nach oben ragt und so eine kleine Palisade aus Holz. Du weißt nicht, was genau sich da noch hinter verbirgt, also zählt mehr ein paar Häuser, wenig aus Stein, die du so erkennen kannst und noch eine Brücke, die eben auch besetzt ist. Also dieses Heerlager ist quasi um dieses Örtchen da herumgewachsen. Genau, also hier die einzige Brücke, die noch begehbar ist, die eben auch sinnvoll ist, um dann seine Truppen auf die Tobimora oder über die Tobimora rüberzusetzen. Und hier muss dann eben Helmar Hafax rübersetzen, wenn er nach Medena will. Die anderen Brücken wurden eingerissen oder sind eben in Hand von anderen starken Gegnern. Und das ist eben dann der Grund, warum Xeran mit einem Limbus-Portal so schnell wie möglich hierhin übersetzte, um die Brücke dann zu befestigen. Wie breit ist denn die Tobimora hier? 80 Schritt. Nun, ich denke, wir sollten in unseren schwarz-roten Uniformen nicht weiter auffallen. Wir begleiten diesen Proviantzug, um die Truppen zu sorgen. Das sollte ausreichen. Wie wollt ihr auf die andere Seite gelangen? Ja, ich dachte, ich setze mich jetzt auf Mira und Mira und Raphim schwimmen, wenn das in Ordnung wäre. Ja, wie dramatisch ist der Fluss denn? Ja, also ihr habt ihn ja schon einmal überrudert, da wurdet ihr von Sküder vor Thai angegriffen und es gibt hier definitiv korruptierte Strömungen, vielleicht mindere Dämonen, die da drin sitzen, nichts Größeres. Aber man wird wohl sicherlich, wenn man schwimmen wird, mit dem einen oder anderen minderen Dämon angegriffen. Vielleicht ein Krakenmolch oder sowas. Oh. Könnt ihr nicht wieder diesen Zauber einsetzen, den ihr schon einmal eingesetzt habt? In. Wo war es? Nicht in Zorgan, sondern in. Sagt schon. Ach, ihr meint unter den Füßen durch. Genau. Ja, das ginge in der Tat, aber ich
bin auch etwas müde von den vielen Zaubern. Aber meine Kraft muss sich noch ein bisschen regenerieren. Aber ja, prinzipiell ginge das, es würde die Präsenz des Wassers verdrängen. Wenn hier allerdings Unwasser ist, ich weiß nicht, wie das interferiert. Ja, könnt ihr nicht einfach diesen Schutzzauber gegen Dämonen wirken, wenn ihr auf den Bären sitzt und dann schwimmen wir durch? Ja, das kann ich natürlich machen. Ja, wird schon klappen. Ihr solltet dabei vermeiden, allerdings das Wasser zu schlucken. Ach, Abelmir, warum guckst du denn jetzt so, als ich bin doch bestimmt nicht der Erste, der hier durchschwimmt. Nun, ihr seid der erste Verrückte, der hier durchschwimmt wahrscheinlich. Doch. Abelmir. Und die anderen sind normal, oder was? Nun, ich denke, kein Mensch mit klarem Verstand würde durch einen dämonenverseuchten Fluss schwimmen. Abelmir, ich hab doch schon meinen Schlagring rausgeholt. Nun gut. Seht ihr? Ja, dann, packt Rafim ein paar seiner Rüstungsteile noch bei mir rein, die Satteltasche. Ah, wunderbar. Du wirkst einen komischen Schildzauber. Ja. Und Mira und ich schwimmen durch den Fluss. Ja, dann werde ich das machen. Ich lasse mir selbstverständlich für den Gardianum Zeit. Und für wie viel mache ich dann? Ich mache mal für 10 ASP Schild gegen Dämonen. Also wieder plus minus 0. Jo. Okay. Rafim hat seine Rüstung ausgezogen und wird dann gemeinsam mit Mira nach und nach in den Fluss trotten, während sich ein großes, schimmerndes, schillerndes Schild um euch herum aufspannt und das Wasser um euch herum so ein bisschen wegdrängt. Zumindest das Wasser, was ölig glitzert und glänze, und nur noch das klare Wasser bleibt zurück. So sitzt Beutax auf dem großen Tier auf und ihr macht euch auf, die Tobimora zu durchqueren. Derweil im Lager. Jalan, du sitzt neben zahlreichen großen Schätzen, Kutschen, die hier wohl angeliefert worden sind, Artefakte. Neben dir der gewaltige, riesige Körper von Lessankan, der Ausdünstungen verströmt, die Jahrtausende alt sind. Und daneben Xeran, die wohl gerade verhandeln. Du blickst dich nochmal um, du siehst ein steinernes Pferd, was wohl neben dir steht. Irgendwelche Tiegelchen, die beschrieben sind mit alchemistischen Symbolen. Ein Kelch, in dem sich flüssiges Feuer befindet. Boltax hat da schon das eine oder andere Mal von Lava gesprochen. Du siehst einen tulamidischen geknüpften Teppich, vielleicht ein fliegender Teppich. Und eine Tür, die hier wohl aufgebahrt ist. Du weißt nicht genau, was das für seltsame Artefakte sind, aber die Verhandlungen gehen wohl schon seit mehreren Stunden, auch schon die ganze Nacht durch. Unter anderem geht es auch um deinen Gegenwert. Oh je. Ich alterniere dazwischen, denke ich, Xeran fiese Blicke in den Rücken zu werfen und nicht so auszusehen, als würde ich zur Verhandlungsmasse gehören. Wie gut auch immer dies am Ende funktionieren mag. AKA nicht. Hör auf, mit mir zu diskutieren. Du wirst ihn vernichten und danach gehören die Schätze dir, nicht andersrum. Ja, derweil Bilder, die vor allem wohl in Xerans Kopf entstehen, teilweise wohl auch du einige abbekommst. Du siehst, wie Xeran in einem heißen, lodernden Feuer verbrennt, was der Paktierer wohl aber auch nur abschüttelt. Und sie liefern sich da einen Kampf eben auf, Wort, auf Tat, auf Bilder, auf Gerüche, all das, was entweder hochrangige Magier benutzen oder eben Drachen, die ziemlich alt sind. Sind hier sonst noch lebende Dinge in der Verhandlungsmasse oder bin ich der Einzige? Du bist tatsächlich der Einzige. Du kannst aber mal eine Sinnenschärfeprobe würfeln. Dein Blick geht so durch die zahlreichen Schätze, also sicherlich, ja gut, das Gold, uninteressant, sicherlich viel wert, könnte man sich viele Schiffe von kaufen. Du siehst aufgebahrt einen großen Becher mit Datteln. Du siehst einen trüben Rubin, so groß wie ein Granatapfel, würdest du sagen, also sicherlich auch ziemlich, ziemlich wertvoll. Ein schwarzer Wurm, der sich im Inneren so ein bisschen schlängelt, und du siehst eine Stadt, die in einer Flasche eingesperrt ist. Fast so wie, Flaschenschiffe, aber hier eine ganze Stadt, die wohl eingesperrt ist und die magisch wie eine Globule flimmert. Ich glaube, ich werde die Trotzinstinkte ein wenig unterdrücken und nichts davon befingern. Ja,
Xeran und Lessern kann in Sichtweite, kann das nur ungut werden. Du siehst auch noch in der Entfernung einige von diesen merkwürdigen, ekelhaften Kindern, die mit ihren, ja, du siehst schon, dass ihre Haut aufgeplatzt ist, so Säure zerfressen und einige Stacheln rausragen, also von der Zand, der im Inneren sitzt, wird wohl nach und nach diesen, ja, die sind schon über 10 Jahre, sind sie in diesen Körpern gefangen, sie brechen wohl nach und nach aus und die Kampfwunden werden größer und du kannst sie eben, sie sehen einfach nicht mehr menschlich aus. Währenddessen flutet ein weiteres Bild von einer Öllampe gefüllt mit Sand deinen Kopf, eine Abschrift eines wahnsinnigen Arztes, eines Medikus, und ja, die Verhandlungen gehen wohl weiter. Was Lessankante alles haben möchte, was Xeran ihm alles verweigern möchte. Es geht vor allem um die Reihenfolge, denn Xeran will nicht bezahlen für etwas, das ihm noch nicht gehört, und Lessankan will eben nichts tun für Dinge, die er noch nicht... Es ist ein Hin und Her, und hier verhandelt dann eben die Goldgier miteinander. Aber nur zur Klarheit, die verhandeln darüber, dass Lessankan ihm beisteht, ja? Genau, es geht darum, das kannst du aus den Bildern ganz klar und deutlich erkennen, Lessankan schließt sich der Piratenküste an und wird dann den Angriff gemeinsam mit den Magdalenata fliegen, um dann die Bluttempler von Himando zu vernichten. Bringt der etwas mit oder ist es nur er? Oder hat er noch irgendwie ein Gefolge an? Nein, es ist nur Lessankan. Der ist jetzt aus den Bergen, aus der Schwarzen Sichel, auf den Ruf von Xeran herbeigeeilt. Und du bist eben eines der Waren mittlerweile. Okay. Dann bete ich zu Pryos, dass er sie einfach alle niederschlägt und hoffe aufs Beste. Ja, während du da sitzt, spürst du wohl, wie von einer der Artefakte sowas wie ein Nebel aufsteigt. Das ist die Stadt, die in dieser Flasche eingesperrt ist. Ein Nebel, der so ein bisschen zu der rüber wandert und wabert. Kann ich mich bewegen? Kann ich hin und her wandern oder bin ich irgendwo festgemacht? Erwartet man von mir, dass ich irgendwo sitze und mich nicht rühre? Also du sitzt auf so einem, es ist kein Thron, es ist ein größerer Stuhl. Du bist an den Händen gefesselt, du bist an den Beinen gefesselt. Du könntest aufstehen, aber weglaufen ist aufgrund der um dich herum Stehenden wohl nicht von Erfolg gekrönt. Okay, dann teste ich das irgendwie 2-3 Minuten an, dass ich halt einfach aufstehe im Sinne von, ich vertrete mir die Beine und ein bisschen zwischen den Waren hin und her laufe. Ja, du siehst wieder den feuerroten Blick von Xeran, der dich kurz mustert, dann aber wieder von einer Gedankenattacke von Lessankan attackiert wird und sich dann konzentrieren muss. Und dann setze ich mich auf irgendeine kniehohe Kiste oder so, die in der Nähe dieser Flasche steht, betrachte die mal aus der Nähe oder reibe da ein wenig mit dem Ärmel dran, um besser reinsehen zu können. Ja, du siehst, dass sich dieser undurchsichtige Nebel auch in der Flasche zu teilen scheint, und je länger du hinsiehst, es sind wohl Wolken, kein Nebel, du blickst auf die Stadt, du kannst Gebäude erkennen, du kannst Bewohner erkennen, die darin hin und her laufen, winzig klein. Wer da tiefer hinein sieht es, ich will nicht sagen bekannt aus, aber von den Gebäuden her, ist das ein Baustil, den man grob zuordnen könnte? Jetzt kommt die Probe auf Baukunst, oder? Ja, klar. Aber das habe ich nicht. Geografie würde auch helfen. Geografie habe ich. Ihr habt es mir immer wieder gesagt und ich habe auch... Ja, irgendwas Mittelreichisches, aber so von oben, es gibt ja, also klar, Karten kann man mal gezeichnet haben, aber niemand betrachtet eine Stadt von oben, wenn man keine Hexe ist. Ja klar, aber es ist jetzt nicht irgendwelche wirden, I don't know, Hexenhäuser oder sonst irgendwas seltsames. Nein, das ist irgendwas Mittelreichisches. Ist die verkorkt? Oder wie kommt da der Nebel raus? Ja, sie ist verkorkt, aber es ist ja, so ein bisschen am Rand ist da der Nebel durchdiffundiert. Warte, hab ich Neugier. Ja, du kämpfst gerade die Wächter, die in dir drin sitzen, Pai, aus der mit Magie spielt und sie nicht gut heißt, aber im anderen, vielleicht hatte ja Alexidjian hatte ja vielleicht doch recht. Der Wächter der Nacht, Licht. Bis jetzt hat dieser mir wohl eher beigestanden. Kann ich die an mich nehmen und irgendwie halt so ein bisschen versetzen, so um einen halben Meter, dass sie außer Sichtweite ist, der beiden Verhandelnden? Also außer Sichtweite wohl nicht. Ihr seid in so einem Sinne von, sie halt hinter irgendwas anderes rücken, hinter eine Kiste oder einen Teppich, der herumliegt oder so.
Ja, also du könntest sie sicherlich bewegen, aber der giftige Blick von Xeran hat wohl klar gemacht, dass du sie nicht anfassen solltest, weil das eben die Artefakte sind, um die es jetzt gerade geht. Mir ist das zu heiß. Bleib erstmal in der Nähe sitzen und warte ab. Ja. Blickst derweil so ein bisschen noch hin und her und betrachtest den gewaltigen Körper von Lessankan, wie er über dem Turmbau hochragt, über diese Zollburg, dem Gasthaus, der Palisade. Kann der tatsächlich, auch wenn ihr ihn in der Schlacht der drei Kaiser nicht besiegt habt, aber kann er den Unterschied machen? Würde er sich gegen Hafak stürzen? Derweil bei den anderen. Boltax und Rafim sind gerade in die Fluten gestiegen und kämpfen sich auf die anderen Seiten. Ich habe dir noch kurz hinterher geblickt, aber irgendwann konntet ihr dann auch nicht mehr die Gestalt von denen ausmachen. Die Fluten haben so ein bisschen versucht, nach ihnen zu greifen. Mira ist ein bisschen untergegangen. Eine lange Zeit konntet ihr noch Boltax auf dem Rücken erkennen, aber dann sind sie wohl verschwunden. Aber das war kein natürliches Phänomen. Sie sind nicht untergegangen, sie sind einfach aus dem Blick verschwunden, als würde sich die Dimension krümmen. Was war das denn, Kollege? Ich weiß nicht. Ein neuer Trick von Hafax? Vielleicht ein groß angelegter Illusionszauber. Das wäre möglich. Vielleicht versteckt er so seine Truppen. Ich möchte mal die Umgebung etwas genauer beobachten, ob ich da irgendwelche nicht natürlich erscheinenden Übergänge, also zum Beispiel zwischen Blattwerk und Sträuchern und Wasser und sowas erkenne. Ja, das ist auch einfach Illusions- mal eine Magie. Sinnschärfe, klar. Du kannst jetzt aktiv versuchen, Illusionen zu durchschauen. Ja. Willst du dafür vorher eine Magiekunde und dann mit den Fünftchen irgendwas machen? Erstmal die Sinnschärfe oben. Ja, du versuchst genauer hinzusehen und auch auf die andere Seite, da auch an die Stelle, wo jetzt Boltax und Rafim nicht untergegangen sind, aber verschwunden sind. Es gibt kein Flirren. Nicht so, wie es bei einer Illusion möglich wäre, aber während du genauer hinguckst, plötzlich merkst du einen stechenden Schmerz und dann läuft dir Blut aus der Nase und bekommst einen Schadenspunkt. Autsch. Boah, was ist denn das? Ist alles in Ordnung? Was habt ihr getan? Nichts, eigentlich nur geguckt und dann habe ich plötzlich diesen furchtbaren Schmerz, so wie so ein Schmerzblitz in meinem Kopf gefühlt. Ist das Blut? Dämon? Möglich. Aber du bekommst auch ein SP. Ja, irgendwas ist hier merkwürdig. Vielleicht etwas Antimagisches. Scheint mit unseren Astralkörpern zu reagieren. Ach, wir müssen uns von diesem Ort entfernen. Zulamin, ein SP. Zulamin fasst sich an die Nase. Es ist nicht euer Astralkörper. Wir sollten uns etwas zurückziehen.